Hallo, lieber Hungriger. Ich habe diese hübschen Teile gesehen und mich in sie verliebt. Nicht nur, dass sie eben schön aussehen, meiner Meinung nach jedenfalls. Die Kombination aus Biskuitteig und Lavendel schmeckt außerdem sehr interessant und lecker. Wir brauchen dafür Mehl, Zucker, Backpulver, ein Ei, Butter, Salz, Puderzucker, saure Sahne, grüne Lebensmittelfarbe oder Zuckerschrift und natürlich Lavendel. Gibt's zurzeit ganz preiswert in den Gartenmärkten. Ihr könnt aber auch getrocknete Blüten verwenden, wo ihr die herbekommt. Dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Und alternativ funktioniert's auch mit ganz anderen Blüten. Und mit welchen, auch das schreibe ich in die Infobox. Zuerst trennen wir Eiweiß und Eigelb voneinander, stellen das Eiweiß kühl, geben dann in eine große Schüssel zum Mehl das Backpulver und den Zucker, vermengen dann alles kurz, geht gut mit dem Schneebesen, geben dazu dann das Eigelb, die saure Sahne, eine Prise Salz und die in kleine Stückchen geschnittene kalte Butter. Anschließend alles mit den Knethaken des Rührgeräts verkneten. Eine Minute sollte da ausreichen. Dann den Teig nochmals zügig mit den Händen durchkneten. Und wenn da noch kleine Butterstückchen zu sehen sind, ist das eher wünschenswert. Sollte der Teig zu sehr an den Händen kleben, dann gebt noch ein bisschen mehr Mehl hinzu. Jetzt eine Arbeitsfläche mit wenig Mehl bestreuen, die Teigkugel darauf geben, halbieren, das Teigstück wieder zur Kugel formen, eine Teigrolle auch mit ein wenig Mehl einreiben und mit dieser dann den Teig einen knappen Zentimeter dick ausrollen und eher ein bisschen eckig als rund. Die auszuschneidenden Teigstreifen sollen ungefähr eine Größe von 9x3 cm haben. Dafür habe ich mir eine Schablone gebastelt. Schneide den Teig nun erstmal in einen 9 cm breiten Streifen und zerteile ihn dann längs mit einem scharfen Messer, bis die einzelnen Stücke die gewünschte Größe haben. So eben mit dem ganzen ausgerollten Teigverfahren und anschließend auch mit der zweiten Teighälfte. Wir legen ein Backblech mit Backpapier aus und geben die Biskuitstreifen darauf und backen sie dann bei 180 Grad, Umluft 160 Grad für 20 bis 25 Minuten. Fertig gebacken lassen wir sie auskühlen. Wir geben das Eiweiß zum Puderzucker und verrühren beides glatt miteinander. Wenn ihr mit Speisefarbe arbeitet, nehmt 2 Esslöffel vom Guss ab und färbt ihn grün ein. Den weißen Guss in einen Spritzbeutel oder so wie ich in einen Dekopen füllen. Wo ihr den herbekommt, auch dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Den Guss verteilen wir nun großzügig auf der Oberseite der Keksstreifen. Und wenn da an den Seiten ein bisschen was runterläuft, ist das überhaupt gar kein Problem. Denn wenn der Guss getrocknet ist, können wir die Ränder ganz einfach noch mit einem scharfen Messer etwas bearbeiten. Und nun kommt der Lavendel ins Spiel. Mit einer Schere trennen wir ganz einfach kleine Blütenstücke ab und auch das eine oder andere Blatt. Nun mit dem eingefärbten Guss oder der Zuckerschrift feine Linien als Lavendelstiele auf den weißen Guss spritzen und anschließend sofort mit den Lavendelblüten und nach Belieben auch Blättern verzieren. Mir gefallen die sehr, ich finde, die sehen irgendwie herzallerliebst aus, schmecken wirklich prima und sind ja in der Zubereitung auch gar nicht weiter kompliziert. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und dann recht guten Appetit. Doch falls ihr lieber etwas ganz anderes backen möchtet, vielleicht Schoko-Himbeer-Cookies oder Cookies mit nur 2 Zutaten, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Und falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.